So, hallo, ich begrüße euch zu dem, jetzt muss ich nochmal überlegen, Chocolate Level Design Contest Level von Sariel. Richtig? Das ist richtig, ja. Hat das Ding einen Und Namen? du hast Ja, einen ne? Gast in der Aufnahme. Genau, ich habe einen Was? Gast in der Aufnahme. Den habt ihr gerade schon gehört, der gute Sariel ist mit dabei. Seit langer Zeit mal wieder, nachdem der Kaizo-Hack ja nicht fertig wird. Das ist gar nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Den Also packst du einfach, den ergrenzt es machst du sich einfach schon, dass so, du dass den der Kaizo-Hack irgendwie in den spielst. Sommerferien fertig ist. Dann habe ich vielleicht auch wieder Nerven für Kaizo Hacks. Ich weiß es nicht. Nein, mal gucken. Deine Kaizo Hacks sind da zumindest das, was ich bisher gesehen habe und was wir bisher gespielt haben, das war ja leveltechnisch okay. Das war ja noch nichts. Also es war ja, man hat noch gelebt danach. Um es mal so zu sagen. Aber jetzt haben wir ein schönes Level. Naja, als du es gespielt hast, ist auch ewig her. Also, Richtig. HF schafft es inzwischen Safe Stateless. Ja, mit HF will ich mich gar nicht vergleichen. HF spielt auch freiwillig in Ferie, also da bin ich weit weg. Wann kommt eigentlich wieder die nächste Aufnahme? Nix in Ferie ist dead. Nix Schluss. In Ferie ist durch. Also aktuell. Deswegen spielst du jetzt lieber irgendwelche Chocolate Level. Genau, richtig. Magst du was sagen zu dem Contest, worum es da geht? Ja, man darf ein Level bauen, im Prinzip ohne irgendwelche Einschränkungen, was ASM oder sonst was angeht. Und das ist halt ein Beispiel davon, was ich mit Vakana zusammengebaut habe. Genau, also Vakana Übrigens schön, wie die gibt es. Röhre da im Intro falsch ist. Was, die Röhre war falsch? Ich spule mal zurück, Moment. Oben links. Das war nicht zurück. Wo ist mein zurück? Da. Was ist mit der Röhre? Also oben links haben wir eine schöne Doppelröhre. Ach so. Weil du jetzt hätte mich jetzt aber nicht Ja, gestört. könnte besser aus. Okay. Gut, einen Teil vom Level habe ich schon in einem Stream gesehen, deswegen werde ich nicht bei allen Sachen überrascht sein, aber den Anfang kenne ich vor allem nicht. Mario and his friends had been on vacation when they returned. Dinosaur Land was only a dry desert. Smells like Bowser is at it again. Okay. Alles klar. Alles ist verwüstet, im wahrsten Sinne des Wortes. Bowser's Petroleum Factory. Trespassers will be punished. No fire allowed. Don't carry items in pipes. Okay, dann nehme ich an, ich darf das automatisch nicht machen und es reicht nicht, dass es da verboten ist. What Bowser built this refinery? Oder ich glaube, das spricht man so aus. Nothing shall stop me from shutting this down, even if I get hit by Bowser's minions. Okay. In anderen Worten heißt das, du hast keine Treffer-Animation, wenn du getroffen wirst, sondern kannst direkt weiter. Ach, wir haben. Ah ja, ich sehe da oben auch die Herzen. Verstanden. Was ist zum Spinnen? Jawohl. Ich sag kurz dazu, Sariel wird zwar das ganze Bild übertragen, aber mit meinem wahnsinnig schlechten Internet. Deswegen sieht er kaum was und hört eher nur. Aber ich wollte ihn trotzdem dabei haben in der Aufnahme. Für ein Level. Ja, das ist richtig. Also bei mir stehst du immer noch im Intro. Super, ich rutsche gerade auf dem ersten Slippery-Boden rum. Das ist schön. Okay. Sehe ich nicht, aber das ist trotzdem Dann schön. kommentiere ich, was so passiert. So, hier ist ein blauer Block. Den nehme ich weg und falle jetzt hier auf diese Plattform runter. Willst du eigentlich, dass ich das Ding ohne Save Und die State erste spiele oder Yoshi-Coin soll hast ich du auch gesammelt? fürs Zeigen Save States? Also ja, ich denke mal ja, wenn wir jetzt hier. Aber vielleicht ist es ja auch einfach und ich brauche keine Save States. Ach, ich Du habe ja brauchst keine Herzen. Safe Ich habe ja States. Herzen, ich habe ja Herzen. Heißt das auch bei den, wenn ich jetzt runterfalle, dass ich dann nicht sofort sterbe in dieses Öl da? Oder ist das schon der Probier sichere es halt Tod? aus. Nein, lieber nicht. Wie gesagt, probier es aus. Dann ist ja ein Herz weg, wahrscheinlich im besten Falle. Wir werden wahrscheinlich versehentlich sowieso da reinfallen und dann werden wir sehen, was passiert. Sieht auf jeden Fall schon mal alles sehr cool aus. Genau, und anders als eben beim Vanilla Design Contest, wo man ja nur die Nintendo-Grafiken verwenden darf, kann man hier sozusagen alles custom einsetzen, was man lustig ist. Wie du schon sagtest, man hat keine Begrenzung. Wait, was? Oh! Ach so. Okay. Gut, den habe ich gesehen, gerade so. Einen On-Off-Switch getroffen, ja. Ja, genau.
habe gerade ja, so noch gerafft. Bei mir stehst du immer noch im Intro, aber das macht nichts. Super. Ach ja. Ja, mein Internet wird ja, Lehrerwohnungsinternet ist sehr gut. Wieder besser, aber... Also aktuell ist es halt das DSL-Internet und das läuft halt überhaupt nicht ordentlich hier. Aber das Kabel-Internet hier ist scheinbar besser. Und deswegen kriege ich jetzt dann Kabel verlegt am Montag. Und dann wird das hoffentlich besser. Jetzt habe ich hier die Option, entweder mich klein zu machen und durch so Stacheln durchzulaufen oder da unten ist auch eine Röhre. Kann ich grundsätzlich immer noch zurückgehen, wenn ich den richtigen Weg gehe? Ich würde ja gerne Secrets auch mitnehmen. Jetzt ist die Frage, hast du schon Yoshi-Coins gesammelt? Ja, ja hast du. Eine. Hey, ich sehe dich sogar an dieser Abzweigung. Wunderbar. Ah, perfekt, ich bin lang genug stehen geblieben. Genau, dann würde ich dir sagen, geh mal nach... dann geh mal nach rechts weiter, dann siehst du das, ja, was danach kommt. Also ich muss mich die Röhre geht nämlich nicht mehr zurück. Genau, richtig. Aber warum muss man sich jetzt hier treffen lassen, wenn man groß ist? Das ist ja gemein. Sagen wir mal so, das ist optional, wie du gleich sehen wirst. Jetzt habe ich auch was. Okay. Ich krieg den. Ach so. Ah, also ich krieg den Pilz wieder. Ah, wait. Ich muss das. Genau, also wenn du klein bist, dann musst du nach rechts. Und wenn du groß bist, kannst du direkt weiter. Ach so. Das heißt, ich hätte jetzt gar nicht dahin gemusst. Ich habe mich sozusagen schon selbst belohnt, indem ich diesen Weg nicht hätte gehen müssen. Genau, richtig. Gecheckt. Okay. So, das sieht jetzt wie ein Puzzleraum aus, um Gottes Willen. Also hier kriege ich den Pilz, wenn ich da durchgehe, ja? Den ja, Sariel lässt grüßen mit Puzzeln. Sowieso hatte. Das heißt, du hast Level-Design gemacht und Vakana wahrscheinlich so Zeug wie ASM und so Kram. Ist das... Im Prinzip ja. Okay, im Prinzip ja. So, jetzt hüpfe ich da... Oh, Hilfe. Ach so, ja, wir spielen ja nicht Mario Maker, ich kann ja einfach nach oben. Aua. Kommt mir ganz selten vor, dass man in einem Jump and Run hoch. Hilfe? So, ach, jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt ist ja die Brücke gebaut. Na klar. Und hopps. Ah ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt kann ich mir wieder einen Pilz holen, scheinbar. Okay, dann hole ich mir. Ach so, jetzt kommen wir wieder am. Ja. Ach so, ja, okay, das kann ich ja trotzdem den. Ja, perfekt. Na, super. Das war's nicht so. Ich nehme an, ich brauche den Pilz, also ich hole mir den auch wieder. Das heißt, ich muss den Abschnitt schaffen, ohne getroffen. Ja, wenn du dir den Anfang angesehen hättest, dann wüsstest du das. Stimmt, da waren ja... Wenn du den Anfang angesehen hättest, dann wüsstest du es. Turnblöcke. Turnblocks. Mein Gott. Schönes Denglisch. Ja, absolut. So, jetzt kommen wir hier raus. Ah, nein! Ah, okay. Ach, jetzt habe ich es mir verbaut. Jetzt hängt er da rum. Okay. Dann muss ich mir erstmal angucken, was hier kommt. Hier wäre es wieder rutschig, dann könnte ich hier so durch. Und jetzt muss ich mir wieder den Pilz von Weiß verhauen haben. I see. Okay. Ah ja, sehr gut. Dann ist der Abschnitt jetzt verständlich und ich muss jetzt halt ohne getroffen. Oh mein Gott. Ohne getroffen zu werden, einmal durchkommen. Okay, das kriegen wir hin. Man hat ja zum Glück unendlich viele Versuche, verdammt nochmal. Ah, dumm. So, hier rein. So, wir wollen ja auch, dass das Level nicht allzu kurz... Ah! aussieht. Mensch, lass dich doch nicht an allem treffen, Kerl. So. Jetzt mal ein bisschen ruhiger hier. Okay. Das timen wir besser. So. Also ich sag mal so, ich schaff das Level in rund 4 Minuten. Ich will mich auch nicht mit dir vergleichen. Nein! Ich rutsch nicht weit genug. Oh, nö. Ich rutsch nicht weit genug. Jetzt. Okay. Also wieder Pilz holen und wieder da durch. Theoretisch kannst du dir am Anfang auch zweimal einen Pilz holen, mehr oder weniger, dann kannst du dich quasi einmal treffen lassen auf dem... Aber dann bleibe ich groß? Ach so. Das ist ja das Herzensystem. Ach so. Also wenn du durch die erste Reset-Pipe einmal durchgehst, während du noch groß bist,
Ah, okay. Das wäre so ein Also Bogen. normalerweise ist das nicht so gedacht, aber wenn du ein Conan bist, dann ja. Ja, das ist nicht verkehrt. Sehr gut. Ja, was sollen wir denn dann machen? So, dann haben wir jetzt drei Herzen und kommen jetzt hier hoffentlich endlich mal vernünftig durch. Okay, jetzt muss ich das richtig timen, sonst lande ich in dem Ding da unten. Also jetzt los. So. Und jetzt muss ich halt, das wusste ich halt vorher nicht, dass das Ding hier runterzieht. Okay, jetzt haben wir das ja verstanden. Jetzt kann der gar nichts mehr schief gehen. Das Sehr hättest du gut. aber auch am Anfang sehen können. Ja, wenn ich mir das angeguckt hätte und realisiert hätte, dann ja. So, und jetzt kann ich hier das kaputt machen und kann den On-Off drücken. Hat das Ding irgendwelche Midway Points oder Ja, ich was? sehe dich beim On-Off stehen. Oh wow. Sehr gut. Jetzt habe ich wieder zwei Optionen. Hier gibt es einen Yoshi auf dem blauen Weg und der rote da, weiß ich nicht. Führt irgendwo hin. Ich will Yoshi. Naja, heißt Zeichen wirklich Yoshi? Das ist ein Yoshi-Kopf. Ach, das könnte Yoshi-Coin dann sein. Ah, das führt mich zu einer Yoshi-Coin. Ja, das Zeichen hatten wir bei der ersten Yoshi Coin auch schon. Da ist sie. Ach, ich muss dieses Ding da unten. Okay, verstanden. Okay, das ist ja simpel. Also muss ich den Typ da befreien. Ja, jetzt wird es nur noch an der Ausführung scheitern. Und dann muss. Dann darf der Typ nicht sterben. Dann muss vorher der Block ausgelöst. Okay, klar. Dann muss der Block vorher. Ja, okay. Also ich muss erst den Block hier aufmachen, dass ich die Shell danach herunterschicken kann. Dann muss ich den hier befreien. Ach, Mist. Also nochmal. So. Dann muss ich den befreien. Darf ihn aber nicht zu bald befreien, sonst geht der Block. Ja, perfekt. Sonst läuft er da runter. Sehr schön. Das war ja simpel. Okay. Gut. Zweite Yoshi-Coin. So, und jetzt muss ich hier runter und aufpassen, dass ich nicht ganz runterfalle. Hilfe. Dock, 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 dock. Und dann machen wir hier einen Spin-Jump auf das Ding und können klettern. Und dann kann ich da in die Röhre rein. Okay. So, ich bleib bei meiner Frage. Gibt es Midway Points? Du schon früh genug herausfinden Okay, also oder gibt auch es welche. nicht. Das heißt aber, ich habe aktuell noch keinen. Außer ich sterbe und komme irgendwo wieder raus. Stats okay. Wenn Stats okay sind, warum soll ich dann den Knopf? Ach so, die Stats sollen ja nicht okay sein. Wir wollen das Ding ja ausschalten. Ah, jetzt haben wir das ausgeschaltet. Da hat es wer verstanden, ja. Phew, electricity generators are deactivated. Switching off the pumping system should end this. Okay, wir müssen noch einen Schalter finden. So, und jetzt heißt. Ach so, jetzt ist das Ding hier aus. Jetzt komme ich hier durch die Röhre durch. Got it. Ich habe relativ wenig anscheinend bei Emiro von dem Ding gesehen. Ich kenne das alles nicht. Okay. Ah, das kenne ich. Also ich hab eine Stelle gesehen, wo er so nass geworden ist. Also, wo jetzt haben wir einmal den Effekt, dass ich hier ölig werde, dann kann ich rutschen. Nee, Quatsch, da kann ich nicht rutschen. Irgendwas hat das ausgelöst. Wir werden sehen, was es ist. Und wenn ich jedenfalls durchs Wasser springe, wird es wieder normal. So. Steht übrigens Sticky am Ölwasserfall dran. Genau, also irgendwie bin ich dann klebrig oder irgend sowas. Jetzt habe ich ein Item. Das ist wahrscheinlich ein Schlüssel. Oh! Ah! Den kann ich nicht mehr. Ah! Den kann ich nicht mehr loslassen. Erst wenn ich ins Wasser gehe, kann ich den wieder loslassen und dann mir sozusagen jetzt hier den Pilz holen, den ich gar nicht brauche. Got it. Aber wir holen uns den Pilz trotzdem. So. No item. Ach so, ich muss es wieder loswerden. Ah, das ist. Okay, das ist also zur Demonstration gewesen. So, hier nimm ein Item, aber nimm es nicht mit. Alles klar. Und jetzt habe ich eins automatisch bekommen und muss es loswerden. Tschüss, Shell. Was auch immer du wolltest von mir. Jo, da lasse ich mich erstmal treffen. Noch eine Shell. Will ich? Das. Oh, das. Ach, das wollte ich nicht. Ah, das. Okay. Ah, okay, jetzt ist die da drüben. Hilfe. Okay. Ich kann keinen Spin-Jump machen, also muss ich so drüber hüpfen. Und da ich keinen Spin-Jump machen kann, muss ich jetzt den Koopa gut erwischen. Und dann hier rüber. Und jetzt muss ich die Shell hier erwischen, dass die mir den On-Off drückt. Und dann muss ich da rüber springen. Ah, dann fällt das hier runter.
Und dann löse ich die Shell aus und hüpfe weg, damit die mich nicht gleich abschießt. Uiuiuiui. Okay. Ah! Und wir kriegen einen Midway Point, weil wir durch die Röhre laufen. Okay, alles klar. Also wir haben abschnittsweise, speichert er das. Die Musik läuft sogar weiter, sehr schön. So, jetzt hole ich mir den Pilz wieder. Hast du Yoshi-Coin auch gesammelt in den Abschnitt? In welchem Abschnitt? Ich bin gestorben. In dem... Ach so. Na gut, das habe ich nicht gesehen. Ich sehe gerade nur Schwarzbild, von daher... Ach so. Nein, ich bin gestorben. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin an dem, so, ja. An dem ja, Swamp gut. Bin ich verreckt. Ach so. Erinnert mich ein bisschen auf die, an die Skype-Aufnahmen. Damals hatten wir keinen Ton und jetzt habe ich kein Bild. Ja. Ja, das mit dem Ton über Discord ist schon eine coole Sache. Das hätten wir jetzt mal eher gebraucht. Ja, das finde ich auch. So, jetzt komme ich hier weiter. Jetzt habe ich auch die ganzen Fehler, die ich vorhin gemacht habe, nicht mehr gemacht. Okay, jetzt läuft das stückweise. Das heißt, ich muss springen, wenn der an ist. Okay. So, also hier muss irgendwo eine Yoshi-Coin in dem Abschnitt sein, hast du gesagt? Noch sehe ich sie nicht. Da wird wahrscheinlich wieder so ein Symbol sein, was mir sagt, da ist eine Yoshi-Coin. Da ist auf jeden Fall eine Reset. Nee, Quatsch, da ist ein A. Ach so, ich... Wait. Ah, verstanden. Ja, du bist übrigens geradewegs am Yoshi-Coin-Symbol vorbeigelaufen. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich muss einen Spin-Jump darunter machen, auf die Disco-Shell. Wait. Das war dumm. Hätte ich... Ah, ich hätte den Block da hinsetzen können und dann kann ich auf dem landen und dann kann ich damit besser einen Spin-Jump auf die Shell machen, richtig? Genau zu sein, du kannst damit ja, zu 100% einen Spin-Jump auf die Shell machen, genau, richtig. Weil von dem Notenblock aus ist das nicht so gut und machbar. Es geht zwar, aber wir das wollen das haben nicht. Notenblöcke so an sich, mhm. Jo. So, jetzt gehen wir hier schneller durch als vorhin. Ja, und lass uns erstmal treffen, das ist aber okay. Da haben wir noch einen Pilz. So, jetzt hier durch, das auslösen. Und jetzt hier aufpassen und jetzt hier aufpassen. Und dann sind wir auch schon wieder hier. Gut. Okay, ich muss aber erst mich wässern, damit das passt. Und dann kann ich die... Ah, ja klar, dann kann ich das ja ganz normal mitnehmen. Dann kann ich den Block ja ganz normal mitnehmen. Ah, ich sehe die Coins sogar. Wässerst du dich eigentlich auch jeden Morgen unter der Dusche? Oh Mist, was tue ich? Ja, ja, na klar. Mist, nein! Ah, oh, das war falsch. Ich hab die falsche Taste gedrückt. So. Immer noch Probleme mit deinem X? Nein, ja, ich habe einfach nicht gespinchert. Ich wollte auf dem Block landen und habe ihn aber wieder in die Hand genommen. Ich denke, wenn ich auf dem Block gelandet wäre, hätte mich das Viech unten nicht erwischt. Ich hoffe, dass der hoch genug ja, ist. Ja, das Viech, das eine Säge ist, richtig, ja. Genau. Also ich hoffe, dass der Block hoch genug ist und ich dann darauf einfach stehen kann. Ach, jetzt mache ich wieder... Nee, ah, es hat funktioniert, okay. Aber das Schöne ist, du musst dann den Part trotzdem nochmal angucken, weil du ja jetzt nichts siehst. Ha. Gleich ein View mehr generiert. Wer sagt denn, dass ich deine Videos gucke? Ich gehe davon aus, bei deinem eigenen Hack, dass du mal reinschaust. Aber wissen kann ich es natürlich nicht, das ist völlig richtig. So, zack. Ja, okay. Eine sehr gewagte Annahme. Na? So, jetzt schmeiße ich den gleich darüber. Perfekt, jetzt passt der auch endlich. Und jetzt landen wir da einfach drauf. Ja, ich kann auf dem stehen, genau das wollte ich vorhin eigentlich haben. Aber hat nicht funktioniert. So, und jetzt kann ich hier durchgehen. Perfekt, dritte Yoshi-Coin haben wir auch gesammelt. So. Jetzt kommt hier... Okay, jetzt habe ich den Goomba in der Hand, aber das heißt ja, ich muss schnell sein. Weil sonst werde ich ja getroffen. Ah ja, okay. Das heißt, ich muss immer was finden, um den Goomba loszuwerden. Verstanden. Cooles Konzept. Aua. Da war eine Säge. So, wieder hoch. Zack und zack. Jetzt muss ich... Hä? Wait, ich... Ach so! Verstanden. Zack. Und weg ist er. Okay, cool. So.
So, hier durch. Da oben ist eine Yoshi-Coin. Aua! Wait. Ah! Oh nein! Nee, hä? Ah, ich hab die Yoshi-Coin versaut. Ach, ich hätte mit der Disco-Shell erst die Yoshi-Coin. Ah, ja, warum verstehe ich Dinge immer erst zu spät? Kann ich irgendwie resetten jetzt? Ein Stück umbringen. Ja, ja, leider nicht. Aber ich habe keine Möglichkeit mehr. Also die Röhre bringt mich nicht direkt in den nächsten Abschnitt. Ah, okay. Kann mich umbringen. Gut, perfekt. Hab mich umgebracht. Life Goal. So. Gott, jetzt bin ich klein, das ist aber egal, ich krieg hier oben eh nochmal einen Pilz. Dann den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Da unten war irgendwo eine Säge, genau die da. Die will ich nicht berühren. Perfekt. So. Und diesmal dran denken, dass ich die Disco Shell erst an den Block ranlasse. Und dann ist alles cool. So. Das ist jetzt der Abschnitt. Mist. Also, komm her, Disco Shell. Löse mir das aus. Da ist wahrscheinlich ja eine Ranke drin, genau. Also gut, eine Leiter. Und dann kann ich hier weiter jetzt. Okay. So, den Abschnitt kenne ich jetzt noch nicht. Ach so, verstanden. Ja. Verstanden, aber treffen lassen. Okay. Also nochmal. Aber die Shell, die Dings zählt als eingesammelt. Sehr gut. Ja, die Yoshi Coins werden gespeichert. Das ist sehr schön. Na, erzähl. So, perfekt. Dann haben wir jetzt sogar 3 Herzen. Dann sollten wir jetzt ja durchkommen. Zumal der Treffer gerade eigentlich nur passiert ist, weil ich die Yoshi Coin haben wollte. Und da ich sie jetzt nicht mehr nochmal brauche, kann ja gar nichts schief gehen. Bis auf, dass ich in den Swamp reinrenne. Aber hey. So, jetzt hüpfen wir hier einmal und dann da oben nochmal. Und jetzt geht die weg. So. Okay. Ich muss da hoch am Ende, aber ich muss erstmal jetzt runter. So, das kenne ich jetzt noch nicht. Der Swamp dreht ein bisschen ab und jetzt ist er weg. Wir hüpfen an den daran und dann gehen wir da hin. Aua! Ja, okay. War zu langsam. Aber jetzt komme ich trotzdem hoch. Ich habe zwar das Goomba-Ding zu knapp gemacht, aber ich habe überlebt. Okay. Da ist eine Tür. Hier meine Tür. Ist das die Rezeptor? Die geht gar nicht. Ist die Deko? Ja, Pech gehabt. Ach, vielleicht. Ach, die geht, wenn ich den Schalter gedrückt habe, wahrscheinlich. Ah, okay, hier ist auch nur der Schalter. Alles klar. So. Nächstes Ziel erreicht. Ah, jetzt kommt... Okay, jetzt kommt der coole Abschnitt. Also, es war eh schon cool bisher, aber jetzt kommt richtig cooles Zeug. Ja, ein lila Raum ist der coole Abschnitt. Ja, absolut, aber man hört ja die Musik schon. Mamma mia, instead of stopping the pumping, I switched off the draining system. Better hurry out before the tanks explode. Oh nein! Alles geht kaputt. Obligatorische Pseudostory. Es ist so gut mit dem Warning, was eingeblendet. Oh mein Gott, boah, das Ding kommt ja richtig schnell. Hilfe! Ach, hätte ich werfen müssen. Aber zum Glück läuft die Musik einfach weiter. Und wir hören das ganze Lied auf die Art und Weise. Ah, es ist so ein guter Ordner. Ach, da muss ich jetzt hoch zu Spin-Jumpen. Got it. Da wäre ein Netz gewesen. Für schlaue Connens. Der ich nicht war. Ding. Ding, ding. Okay, hier gibt's einen Pilz zurück. Sehr schön. Hole ich mir gleich noch einen. Sehr schön. Den Trick habe ich gelernt. Jetzt muss ich da ganz schnell. Okay. Nee, gar nicht ganz schnell. Ich muss den da drüben treffen. So rum. Jetzt geht's hier durch. Rutschi, 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 rutschi. Den Pilz brauchen wir nicht nochmal. Ah, jetzt geht das da durch. Ah, jetzt. Okay. Jetzt habe ich gar nichts mehr, aber... Oh, wie weit geht das jetzt zurück? Nur bis dahin. Okay, perfekt. Jetzt
jetzt bin ich wieder glitchy, sticky. Und muss das Ding. Ja, ich muss es nicht loswerden, aber ich kann halt im Moment nicht. Switchen. Läuft jetzt eigentlich wirklich eine Zeit oder ist es nur gefühlte Panik? Nur gefühlte Panik. Okay. Du solltest halt irgendwann mal das Level beenden. Ja, das habe ich vor. Jetzt hole ich mir die Yoshi-Coin, indem ich getroffen werde. Wahrscheinlich kann man sich auch anders holen, aber... Nein, tust du nicht. Doch, habe ich getan. Ja, wenn... du solltest das normalerweise nicht. Das ist mir schon klar. Ach, hier wäre jetzt ein extra Yoshi-Coin-Röhren-Ding. Hä? Okay. Ja, du kannst da mal reingehen. Ja, mache ich auch. So, jetzt drücken wir mal kurz das Ding. Ah, jetzt dreht hier alles durch. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ah, dann komme ich jetzt hier raus und muss den Abschnitt nochmal spielen und dann halt darauf Spin-Jumpen auf das Ding. Also da hätten wir praktisch das hier gemacht. Okay, also hätte ich sie jetzt auch nochmal geholt. Jetzt muss ich nur wieder... Oh mein Gott, ich werde an der Säge da oben gleich verrecken. Okay. Gut, aber dann haben wir sie jetzt auch noch normal geholt, auch wenn sie nicht mehr da war. Oh, ach so, da kann ich... Okay, die kann ich kaputt rutschen. Hui! Und jetzt kann ich hier rein. Oh, jetzt sind wir draußen. Wie schade. Das ist echt ein schönes Level. Vorbei. Mit ganz eigener Story. You escaped. Das haben wir getan. Ja, geht schnell. Weißt du, wie viele mitmachen bei dem Chocolate Level Design Contest? Ich glaube, ungefähr 30 sind es momentan, die da submitted haben. Das heißt, es wird dann einen Hack geben, irgendwann mit 30 Schokoleveln. Wird es nicht, weil du ja kaum das ganze ASM in einen Hack reinklatschen kannst. Ah, also man kann die nur einzeln spielen. Richtig. Alles klar. Ja, ich denke immer dann, dass es so wie bei dem Vanilla Design so einen kompletten Hack gibt, aber okay. Ja, das ergibt Sinn. Ja, dass das hier halt leider kaum möglich. Weil alle ja anderes Zeug verwenden und dann sticht sich das aus gegenseitig. Kommt da noch was? Nee, ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann einfach nur... Nee. Das ist der Squared-Dings. Ich kann auch nichts drücken. Okay. Richtig. Ich kann pausieren. Doch, du kannst Start und... dann nochmal Start drücken und dann warbt der Hintergrund ganz lustig. Teilweise. Start und nochmal Start. Hm? Er bewegt sich nochmal weiter im Moment. Probier es einfach noch ein paar Mal aus. Bei HF hat's geklappt. Oh! Jetzt ist er gesprungen, ja. Ja, ist lustig. Hat das Spieler noch ein kleines Bonus-Game am Ende. Tatsache. Okay. Ja, cool. Dann haben wir eine halbe Stunde dein Level gespielt. Ja. Sehr schön. Wünsche ich viel Erfolg, was es auch immer für ein Platz werden wird. Und du sagst, Sonntag soll ich es hochladen oder ist es egal, auch wenn ich es vor Sonntag hochlade? Vor Sonntag ist wahrscheinlich blöd, weil... Ja, mach am besten Sonntag um 19 Uhr. Da ist nämlich genau die Abgabefrist. Dann kommt das quasi genau perfekt. Gut, dann machen wir Sonntag 19 Uhr. Alles klar. Das kann ich ja problemlos einstellen. Ja, dann bedanke ich mich, dass du mal wieder was, nicht mal wieder was gibt. Du hast ja nicht für mich gebaut, aber dass du mal wieder Teil warst hier in der Aufnahme. Immer wieder schön. Ja, du kannst auch gerne noch meine Kaiser-Hack-Demo spielen. Ach, das, das machen wir, wenn er fertig ist. Und ich die Nerven dafür habe. Ja, bin mal gespannt. Aber ja, ist er denn aktuell? Also wie alt bist du denn aktuell? Ich mache Fortschritte. Mehr oder weniger. Heißt, wie viel Level von wie viel geplanten Leveln? Du weißt, dass es 69 Exits sein werden. Ich kann mir das doch nicht merken, um Gottes Willen. Habe ich 2017 erzählt, aber... Ja, Mensch, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das da erzählt hast. Ja, gut, und ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind. Irgendwas über 60, aber die Overworld muss halt noch gemacht werden. Oh, wow, alles klar. Ja, gut, ich bin gespannt.
Ich auch. Wann ist denn fertig? Wie viele Level Also habe ich doch, davon dann eigentlich jetzt schon spielst du. gespielt? Ich habe, glaube, 8 oder so haben wir. Ich weiß es nicht. So Vier. ein paar waren es auf jeden Fall. Und ein paar habe ich dann nur Vier gesehen. hast du gespielt. Ach, 4? Habe ich dann die Ja. anderen 4 nur Und im gesehen? Prinzip, ja, wahrscheinlich. Das kann sein. Und im Prinzip gibt es keines der vier Level so, wie es damals bei dir zu sehen war. Das heißt, das ist eine komplett neue Spielerfahrung. Also auf jeden Fall, Na, hoffentlich ja, einfacher. eine Aufnahme wert, wenn es denn mal soweit ist. Alles klar. Ja, Ja, möchtest du die gut. Aufnahme sonst noch irgendwie strecken, übers Wetter reden? wollte mich noch kurz nett mit dir unterhalten über deinen Hack. Ja, einfach, dass wir das nochmal ein bisschen so gesagt haben. Das ist ja jetzt wie so Irgendwann ein. gibt es mal wieder SMW auf Connens Kanal, Genau, richtig? alles andere ist Filler. Und irgendwann kommt dann Sariels Hack. Da ist dann die nächste Staffel. Alles davor war Filler und alles Ja, danach war vielleicht Filler. so. Genau, wenn wir so beim 888. Mario Maker Part Ja, angekommen sind, dann genau. kommt vielleicht auch mal wieder mein Hack. Genau, richtig. Finde ich gut. Okay, sehr schön. Dann danke, dass du da warst. Und ich schließe die Aufnahme dann mal an der Stelle ab. Insofern auch danke Ja, fürs danke fürs Zuschauen. Spielen und Genau. ja. Und tschüss. Tschüss.